So, mal die Hand hoch. Wer von euch mag alles Gyros? Okay, sind eine ganze Menge. Und jetzt Hand hoch. Wer hat sein Gyros-Gewürz schon mal selber gemacht? Ja, sind eine ganze Menge wenig. Fertig kaufen geht natürlich auch. Aber wisst ihr, was da alles drin ist? Ich kann es euch nicht sagen. Deshalb mache ich meine Gewürzmischungen immer selber. Wie ihr Gyros Gewürzmischung selber machen könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten habt ihr ja eben schon gesehen. Hier nochmal aufgeschrieben und der Hinweis, alle Zutaten unter diesem Video auch nachzulesen. Ihr benötigt 4 Teelöffel Korianderpulver, 2 gehäufte Teelöffel schwarzen Pfeffer gemahlen, 4 Teelöffel Thymian gerebelt, 2 Teelöffel Chiliflocken, 2 leicht gehäufte Teelöffel Kreuzkümmel gemahlen, 3 gehäufte Teelöffel Majoran gerebelt, 3 gehäufte Teelöffel Oregano gerebelt, 4 Teelöffel Paprikapulver edelsüß, 2,5 Teelöffel Zwiebelpulver, 2,5 Teelöffel Knoblauchpulver, 1,5 Teelöffel Zimtpulver und 1,5 Teelöffel Salz. Da ich kein Zwiebelpulver hatte, habe ich getrocknete Zwiebeln genommen. Außerdem sind Thymian und die gerebelten Gewürze im Verhältnis zu den anderen Gewürzen ziemlich grob. Deswegen habe ich alles erstmal in einem Standmixer zerkleinert. Achtet bei der Zusammenstellung der Gewürze auf die richtige Mengenangabe, damit kein Gewürz zu dominant wird. Damit die Gewürzmischung trocken bleibt, jetzt noch in ein Glas abfüllen, Deckel drauf und dann ist eure Gyros-Gewürzmischung auch schon fertig. Da ich meine Gewürze alle selber mache, findet ihr hier oben in dieser Playlist alle Gewürze und Gewürzmischungen, die ich selber mache. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.